Digital Upgrade mit Tino und Basti. Hallo und herzlich willkommen zu, na, wer hätte es gedacht, Digital Upgrade. Und wir haben heute wieder, ja, etwas Besonderes. Wir haben heute was relativ Exklusives, zumindest hier in Deutschland. Und zwar ist es nicht eine weiße Box mit einem Socken drauf. Nein, es ist das Google Nexus One. Und wir hören schon, es spricht mit uns. Daraus könnt ihr gleich auch erkennen, es ist nicht nur die schöne Socke, sondern in der Socke steckt, die übrigens mitgeliefert wird, steckt ein Telefon. Ja, von vielen als der iPhone-Killer bezeichnet. Da wollen wir doch mal gucken, ob es das tatsächlich ist. Wir gucken uns mal kurz das Gehäuse an. Wir sehen hier eine Lautstärkewippe, oben einen Außeneinschalter, ein Kopfhörer-Jack, eine Kamera, daneben sogar ein Licht, Lautsprecher und hier unten einen Mini-USB-Adapter. Dann haben wir da einen Trackball und wir haben verschiedene Knöpfe. Soweit so gut, wir machen mal an. Wir haben ja schon gesehen, es gibt keinen Laut- und Lautlosregler, aber das geht hier direkt über Touch. Jetzt ist der Ton zum Beispiel aus. Ich mache mal wieder an, falls es uns anpiept, damit wir was hören. Und jetzt mache ich hier wie beim iPhone, ich swipe einmal rüber, um es zu entsperren. Und ich sehe schon, hier ist mein Homescreen und da sind jetzt ein paar Applikationen drauf. Mensch, viele sind das ja nicht. Da mag sich der eine oder andere sagen, da habe ich ja nicht viel Platz, aber weit gefehlt. Es gibt natürlich noch mehrere Homescreens. Ich könnte jetzt hier auch noch Applikationen drauflegen. Ich habe aber schon was draufgelegt, was Android dem iPhone voraus hat. Man kann sogenannte Widgets sich ja auf die Homescreens legen. Hier zum Beispiel kann ich direkt zum Beispiel WLAN aus- und einschalten oder andere Sachen wie Bluetooth, GPS. Habe da jetzt ein Google Reader Widget installiert. Weiter drüben sind noch Homescreens, die habe ich jetzt nicht benutzt. Auf der anderen Seite habe ich jetzt Speed-Dial-Tasten praktisch hingelegt. Also wenn ich jetzt auf Tino Tetzel drücken würde, dann ruft er direkt den Tino an. Also ich kann mir tatsächlich, ohne dass ich irgendeine Drittanbieter-App installiert haben muss, direkt hier Speed-Dial-Knöpfchen hinlegen und sehr schnell jemanden anrufen. Und ich habe mir eine Verknüpfung zu allen meinen Telefonnummern hingelegt. Das geht out of the box, wie Apple das so schön sagt. Ja, ich habe auch noch ein Widget zum Steuern des iPods, wollte ich schon sagen, zum Beispiel des Music Players, ist jetzt auch nicht in Benutzung gerade und ich hätte hier noch einen weiteren Homescreen. Das sind aber nicht alle Applikationen, die drauf sind. Nein, wenn ich hier unten auf dieses Grid drücke, fahren alle Applikationen rein und wenn ich hier mal durchgehe, dann fahren die da hinten so in das Telefon rein und ich kann mir hier mal alles angucken. Es gibt viele verschiedene Applikationen. Ich habe mal ein paar geladen, die halt Spaß machen oder die halt irgendwie sinnvoll sind und so könnte ich jetzt von hier auch eine Applikation starten. Zum Beispiel den Kompass starte ich doch gerade mal. Und wir sehen, der Kompass funktioniert genauso, wie es das zum Beispiel im 3GS tut. Gut, das Telefon ist ziemlich, also das Betriebssystem und Telefon ist ziemlich schnell. Viel schneller als ein iPhone 3G, ungefähr auf dem Level von einem 3GS. Also ich mit meinem 3G muss schon sagen, das schmerzt schon sehr. Also das, so viel kann ich dazu nur sagen. Es gibt gleich eine negative Eigenschaft, die einem sehr, sehr oft auffällt. Ich habe schon gesehen, ich habe zweimal auf den Home-Button gedrückt, es ist nichts passiert. Ich kann es noch ein paar Mal versuchen. Es passiert nichts. Meistens, wenn es auf einer Unterlage liegt, wenn ich es jetzt in die Hand nehme und drauf drücke, reagiert es meistens sofort. Das Problem haben mehrere User, da weiß Google auch Bescheid. Die sagen auch, dass sie dazu einen Fix bald bereitstellen wollen. Es ist auf jeden Fall tierisch nervig, weil oft einfach der Touchscreen nicht funktioniert. Und bei einem Telefon, das nur einen Touchscreen hat, ist das schon ein Armutszeugnis. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Und wie gesagt, meistens funktioniert es in der Hand, aber es passiert doch mal ganz oft, dass man was auf den, dass man es einfach mal auf den Tisch gelegt hat. So gut wie jede App kann Querformat. Ich mache jetzt zum Beispiel mal den Twidroid auf. Das ist der Twitter-Client. Ein relativ schöner Client, muss man schon mal so sagen. Mit den Funktionen, die so ein Twitter-Client halt hat. Hier zum Beispiel habe ich ein bisschen mit dem Loredo hin und her getwittert. Und ich kann auch direkt in den Querformat-Modus gehen. Ihr seht schon, es reagiert wunderbar schnell. Es hat halt keine fancy Animation, aber was soll's. Und jetzt kommen wir aber schon zum nächsten Problem, die Tastatur. Die Tastatur ist beim iPhone, funktioniert sie viel besser. Ich muss zugeben, ich hatte das Gerät jetzt auch nur 5 Tage, aber in den 5 Tagen hat man schon ganz schnell gemerkt, dass die Tastatur nicht so gut funktioniert. Ich sag jetzt mal H,
Hallo zusammen und er hat schon das H nicht erkannt. Das ist ein bisschen eklig. Hallo. Das ging schon mal gut. Und er hat das Leerzeichen nicht genommen. Zusammen. Wir. Und er hat wie draus gemacht und jetzt bin ich aus Versehen aus dem Home-Button gekommen. Da seht ihr, dadurch, dass da unten so mehrere Knöpfe sind, ist es zwar schön, weil man extra Knöpfe hat, wie zum Beispiel einen Einstellungsknopf, der natürlich wieder nicht funktioniert, wenn ich es nicht in der Hand habe. Aber man kommt relativ leicht drauf, besonders weil sie halt doch direkt unterhalb der Tastatur sind, wenn wir uns das nochmal hier kurz angucken. Und naja, ob das jetzt so sinnvoll ist oder nicht, weiß ich nicht, weil normalerweise tippe ich ja nicht so. Und selbst wenn ich es wollte, ging es nicht, weil es meistens ja nicht funktioniert. Natürlich funktioniert es jetzt. Sobald es irgendwo liegt. Die nächste Funktion haben wir damit gleich gesehen. Wir geben irgendwas ein, zum Beispiel Tam-Binde-Englisch. Das ist, wer sich wundert, warum ich suche nach sowas, schaut mal nach, was gesucht wurde, als das iPad vorgestellt wurde. Das lasse ich mal so stehen. So, ich suche jetzt zum Beispiel mal nach Ever und er findet mir sofort Evernote. Ich habe also eine Suchmaschine mitten hier drin und ich kann aber auch gleichzeitig jetzt danach googeln, wenn ich das möchte. Und dann sucht er mir direkt. Natürlich ist Google da voll integriert. Es gibt auch ein Google-Widget. Was man sagen muss, was ganz toll ist, ist die Kamera. Wenn ich mir jetzt mal die Kamera angucke und ich möchte jetzt hier aus, das hat ja schon wieder gut funktioniert, aus nächster Nähe den Schriftzug fotografieren, ist das grundsätzlich kein Problem, weil er hat einen Autofokus mit drin. 5 Megapixel hat die Kamera, macht wirklich sehr anständige Bilder. Wenn ich jetzt mal ein Bild hier versuche vom Tino zu machen, mal gucken, ob er das macht. Dann hat er das gemacht. Ihr könnt es euch mal angucken. So sieht es aus, wenn der Tino da hinter der Kamera sitzt und vor sich hin winkt. Genau, und was auch ganz cool ist, wenn ich jetzt mal zurückgehe und ein Bild in ziemlicher Dunkelheit mache, dann blitzt er. Ich weiß nicht, ob man das jetzt gesehen hat, aber das ist natürlich ganz toll, weil man wirklich in Discos oder irgendwas oder wo es halt einfach dunkel ist, ich mache mal so ein bisschen in die, wahrscheinlich ist es trotzdem zu hell. Ah, doch. Er hat es gemacht. Also ihr seht schon, er blitzt und er blitzt richtig hell. Ich habe zum Beispiel vom Rudi ein Foto gemacht und es war wirklich stockdunkel. Ich muss es mal kurz suchen. Und das sieht man wirklich, wirklich gut. Und wir waren da halt in der Kneipe und es war echt dunkel. Ja, jetzt muss ich nur noch finden. Ich habe schon ein paar Fotos damit gemacht. Hier zum Beispiel, also mitten in der Kneipe und er war nicht sonderlich gut zu sehen vorher, was vielleicht manchmal auch besser ist, aber in dem Fall hat der Blitz das recht gut rausgerissen. Gut, was hat es noch Besonderes? Es hat einen Marketplace, so wie der App Store beim iPhone. Es gibt relativ viele Applikationen, soweit ich weiß, sind es ungefähr 25.000 aktuell. Es gibt so wirklich zu jedem Quatsch irgendwie eine Applikation. Es gibt Spiele dafür. Manche sind besser, manche schlechter, so wie das im App Store halt auch ist. Man findet aber trotzdem für die meisten Sachen einfach eine Applikation. Das muss man schon mal so gesagt haben. Und durch die direkte Integration mit dem Google-Account, also wenn ihr einen Google-Account habt und den eingibt, dann synchronisiert ihr das ja direkt, ist das schon relativ, relativ nett, wenn ihr das sowieso benutzt. Was es außerdem kann, was das iPhone nicht kann, sind Hintergrundprozesse. Also es gibt tatsächliches Multitasking. Wenn ich jetzt mal kurz länger auf den Home-Button drücke und es vorher in die Hand nehme und auf den Home-Button drücke, sehe ich schon, was alles läuft. Der Dolphin-Browser, die Kamera, der Tweedroid und der Kompass. Ich könnte so also jetzt direkt wieder zum Kompass zurückwechseln und der lief jetzt im Hintergrund. Das ist schön und gut. Hat den Vorteil, dass zum Beispiel ein Tweedroid im Hintergrund mitlaufen kann und ich über neue Tweets informiert werde. Da oben, links oben, werden mir verschiedene Sachen angezeigt, also in dem Fall, wenn ich zum Beispiel neue Tweets habe, wird da oben ein Tweetroid-Zeichen angezeigt. Oder jetzt sagt ihr mir zum Beispiel, dass es neue Updates gibt. Das gucke ich mir gerade mal an. Und ich schaue mal hier in den Store rein, in den Marketplace. In den Market heißt er, glaube ich, auch nur. Na, lad. Und ihr sagt mir zum Beispiel, für Radiant und Shazam sind neue Tweets vorhanden. Neue Updates vorhanden. Die könnte ich jetzt einfach laden. Und ihr seht schon, sowas wie Shazam ist dabei, also die Platzhirsche haben es schon auf das Telefon geschafft. So, jetzt haben wir viel rumgetatscht und wir sehen trotzdem da unten einen Trackball oder einen Scrollball. Warum ist er da? Klar, weil man scrollen kann, man kann da auch im Text links und rechts den Cursor bewegen, ist ganz nett. Ich persönlich muss sagen, aus der iPhone-Erfahrung
Funktioniert das ohne so einen Scrollball. Ich bin schon ganz vertatscht, wie ihr seht. Funktioniert das doch sehr, sehr gut. Ein paar Applikationen funktionieren einfach nicht so, wie man sich das vorstellt. Der Timer zum Beispiel. Ich habe meine Pizza in den Ofen gestellt, Timer angemacht und so nach gefühlten 11 Minuten mal geguckt, wie weit sind wir denn eigentlich? Ja, er hatte sich zurückgesetzt und hat gewartet, dass er gestartet wird. Die Pizza war dann etwas krosser, weil es waren leider nur gefühlte 11 Minuten und realistische 15. Nicht so cool. Auch die Snooze-Funktion im Wecker hat zwar gesagt, sie snoozt jetzt. 2 Stunden später bin ich dann auch wieder aufgewacht, um festzustellen, dass mit dem Snoozen war eine nette Idee, sage ich jetzt auch mal nur so. Im Grunde ist es ein schönes Gerät. Der Formfaktor ist schön, es fühlt sich wertig an. Also wenn wir es mal vergleichen, es ist nicht größer als das iPhone. Ich habe das Gefühl, es ist auch noch ein bisschen leichter. Es ist, glaube ich, auch noch ein Quäntchen dünner. Die Kamera ist einfach um Längen besser. Und wenn ich ein 3G habe, ist es sehr, sehr, sehr viel schneller. Es bietet mir zwar mehr Möglichkeiten an. Also ich kann halt, wie gesagt, Hintergrundprozesse laufen lassen. Ich kann mir so Widgets da drauflegen. Aber auf der anderen Seite frage ich mich natürlich oft, will ich das? Welchen Vorteil habe ich jetzt dadurch? In dem Fall natürlich, ich kann was ein- und ausschalten, aber wenn was im Hintergrund läuft, verbraucht es wahrscheinlich auch mehr Strom. Da kommt jetzt auch mein allergrößter Meckerpunkt an dem ganzen Gerät, das ist die Akkulaufzeit. Mein iPhone läuft jeden Tag mit allem eingeschaltet. Also da läuft immer GPS, es läuft immer Wi-Fi, es läuft immer Bluetooth, es ist immer 3G an und die Display-Helligkeit ist auf, naja, so hell, wie man es halt braucht. Ich glaube, automatische Helligkeit. Alles das habe ich bei dem Nexus One auch eingeschalten und habe das natürlich nicht am ersten Tag versucht, sondern habe ein paar Ladezyklen durchlaufen lassen, also 3, 4 und es hat ganze 10 Stunden gehalten. Das ist ein Witz. Also 10 Stunden ist auf jeden Fall zu wenig für Akkulaufzeit von einem Gerät. Der große Anführungszeichen Vorteil ist natürlich, dass ich einen Akku austauschen kann, aber in der Regel habe ich natürlich kein Ersatzakku dabei. Und im Gegensatz dazu beim iPhone kann ich auch einfach einen anstecken. Natürlich kann ich halt, wenn der Akku kaputt ist, einfach nur den Akku austauschen, muss das Telefon nicht einsenden, das ist ganz klar. Und diese Hintergrundprozesse, die mir irgendwelche Benachrichtigungen schicken, sind natürlich im Vergleich zum iPhone, ich meine, dagegen will Google, nehme ich mal an, anstinken, nicht ganz so überzeugend, weil so wie das Apple gelöst hat mit dem Push, verbrauche ich weniger Strom auf dem iPhone, habe dieselbe Funktionalität und brauche keine Hintergrundprozesse. Also es ist schwierig. Also Ich denke, ich könnte mit dem Telefon leben. Man muss sich damit ein bisschen auseinanderraufen. Es kann zum Beispiel keinen Multitouch. Das liegt nicht daran, dass das die Technik nicht kann oder dass Google das nicht will, sondern da gibt es Lizenzprobleme. Man könnte jetzt, wie man ein iPhone jailbreaken kann, auch das Nexus One oder ein Android-Telefon routen, so nennt die Community das. Also indem man da eine andere Firmware einspielt und dann könnte man da auch multitouchen, aber es ist halt im Vergleich zum Jailbreak richtig kompliziert, relativ kompliziert und ich kann es jetzt niemandem empfehlen, man weiß ja immer nicht, wie die Applikationen da laufen. Zum Thema Applikationen, die meisten Applikationen aus dem Market laufen auf allen Android-Geräten, also wie zum Beispiel dem Tattoo oder dem HTC Tüdeltü-Gerät, ich weiß gar nicht mehr, wie sie alle heißen, also in der Regel sind sie ja alle von HTC, wie wir hier schon sehen. Und in der Regel laufen sie überall, aber leider auch nicht immer. Also wenn irgendwie die Auflösung von einem Gerät kleiner ist, dann laufen wieder andere Applikationen nicht richtig. Ist ein bisschen schade. Aber wenn man natürlich die Schnittstelle und die Plattform da so offen lässt, naja, wie will man da den Leuten diktieren, was sie machen müssen, wenn man ihnen eigentlich nichts diktieren möchte? Zum guter Letzt nochmal zu den Applikationen zurück. Wie gesagt, es gibt viele Applikationen, nach nur einem Jahr gibt es halt schon 25.000, das ist eine ganze Menge. Auf der anderen Seite, alle, die iPhone-Applikationen gewöhnt sind, muss man ganz klar sagen, die Android-Entwickler sind ganz andere Entwickler als iPhone-Entwickler. Ich möchte da niemandem zu nahe treten, aber es sind halt eigentlich keine Entwickler, sondern die Android-Programmierer sind halt Programmierer. Die Applikationen funktionieren, da brauchen wir nicht drüber reden. Nur manche sind entweder potthässlich oder nicht zu bedienen. Es gibt auch die wunderbaren Ausnahmen, da möchte ich gar nichts drüber sagen.
Aber man merkt halt auch ganz klar, es ist eine ganz andere User-Gruppe, die mit dem Nexus One oder mit Android angesprochen wird. Ich denke, der 0815 iPhone-User wird mit dem Nexus One nicht glücklich werden, aber jeder, der geek genug ist, dass er zum Beispiel sagt, ich möchte den Jailbreak, weil ich SP-Settings brauche oder das und das, für den ist das Nexus One gegebenenfalls schon eine Alternative, zumindest sobald Google die Touchscreen-Problematik gelöst hat, weil momentan ist das unerträglich und ich hoffe ja, dass sich die Batteriezeit nach einiger Zeit noch verbessert. Also man hat es ja beim iPhone gesehen, die ersten zwei Wochen waren jetzt nicht die Knaller, aber es war immer nie so schlecht, wie es jetzt gerade hier beim Nexus One ist. Vielleicht ist es da einfach anders. Und wir haben ja auch beim iPhone gesehen, dass durch neue Firmware-Updates da einiges gemacht wurde an der Batterielaufzeit. Also hat auf jeden Fall Potenzial. Wie gesagt, ich könnte mich damit anfreunden, würde es aber jetzt noch nicht benutzen. Ich würde es auch noch niemandem empfehlen. Und ich glaube, ach nein, eine Sache, jetzt hätte ich es fast vergessen. Eine Sache hat mich wahnsinnig beeindruckt. Nicht nur die Kamera, die so toll ist, sondern dieses kleine Loch, was wir hier hinten sehen. Das ist erstmal ganz unscheinbar, aber was dieses Ding ist, es ist ein Mikrofon. Wenn ich mir das Gerät jetzt ans Ohr halte nimmt dieses Mikrofon hinten die Umgebungsgeräusche auf, während das normale Mikrofon meine Stimme und die Umgebungsgeräusche aufnimmt. Was das Telefon dann macht, ist subtrahiert die Umgebungsgeräusche von dem, was übers Hauptmikro reinkommt. Was übrig bleibt, ist nur noch meine Stimme. Und den Test haben wir auch wieder gemacht. Wir waren in der Kneipe, es war sehr laut, Musik lief. Rudi war draußen vor der Kneipe. Ich habe ihn angerufen und er sagt, er hört die Musik lauter durch die Tür nach draußen, als er sie durch mein Telefon hört. Und er konnte mich kristallklar verstehen. Das ist auf jeden Fall ein Vorteil, den das Nexus One gegenüber anderen Geräten hat. Und man muss auf jeden Fall sagen, Apple muss sich wirklich warm anziehen, weil Google, so wie Google da vorangeprescht kommt, haben sie da auf jeden Fall eine Konkurrenz, die sie ernst nehmen müssen. Das soll es gewesen sein. Ihr wisst ja, das war Digital Upgrade. Und wenn ihr ein Fan von uns werden wollt, bei Fanbook, dann geht auf unsere Facebook-Page, facebook.com/digitalupgrade, werdet Fan, erzählt allen euren Freunden und überzeugt sie davon, auch Fan zu werden. Ja, wie gesagt, das war Digital Upgrade und ihr wurdet upgegradet. Das war doch toll. Ja, und jetzt werde ich mal ein bisschen hier wieder mehr eintatschen. Ich würde das gerne in einem Schnellverlauf sehen. Langsam das die Verpackung nach oben durchschlitzt. Ist, oh. Naja, gut, da sieht man das nicht so. Ist das schon aus? Ne? Achso, der Ton läuft noch, gut. Ja, natürlich. Damit ihr auch den Menschen hinter der Kamera mal sehen könnt. Was sehr lustig ist übrigens, ist das Spiel Abduction. Das ist einfach Doodle Jump in der Kuh. Also ich glaube, dass dieses Touch-Ding nicht funktioniert, weil der irgendwie so einen Stromkreis schließen muss. Weiß gar nicht, ich muss auf die andere Seite gehen. Weiß ich gar nicht. So. Wahrscheinlich. Ja, mich haben sie jetzt lange genug gesehen. Da guckst du hier mit so einer Kuh. Hier, warte mal, ich nehme das mal so ein bisschen da rein. Jetzt habe ich es auf Medium gestellt. Huh? So eine kleine Kuh, die dann da hochspringt. Wir müssen es da. Achso, da ist es. Da! Nicht schlecht. Und jetzt zeige ich dir mal kurz das Original. Und die Kuh ist schon geil. Die Kuh ist schon sehr lustig. Und die hat dann auch so Geschenke, die sie einsammeln kann. Und es fallen da so andere Kühe runter, die man retten kann. Und man kann auch runterfallen. Alternativ selbst abstützen. So sieht das in Wirklichkeit aus. Ich mach das einfach für Kids. So sieht das Original aus. Es gibt da noch eine hässliche Variante bei... Noch eine hässlichere. Also die finde ich ja super. Hallo? Gibt's auch eine mit Grafiken. Die ist... Also ich finde die ist ja... Viel schöner als die auf dem iPhone. Oh nein! Besonders, weil hier so viele Kühe einfach mal runterfallen. Das ist schon cool. Also ich finde das schon lustig. Oh, das ist ja toll. Ach nee, das war jetzt nur Zufall. Und jetzt habe ich mehr Plattformen bekommen, zum Beispiel. Und hier kann ich höher springen. Ist ja super. Ich will das auch haben. Ja, kannst mal sehen. Musst du dir halt ein Nexus One holen. Schau mal, wie hoch ich springen kann. Das ist natürlich jetzt alles auch recht einfach, weil ich jetzt im Kindermodus spiele. Also da gibt es auch einen schweren Modus. Ja, es gibt auch schwere Modi. Der große Unterschied bei dem zum Doodle Jump ist, dass es da auch ein Ziel gibt. Jetzt. Oh. Das ist ja im Glück. Im Kindermodus kann man nicht runterfallen. Das ist natürlich noch viel schöner. Den spiele ich in Zukunft immer. Kann man echt nicht runterfallen? Nee, da kann man einfach runterspringen. Und da ist dann einfach auch mal, wenn nichts ist, Spaß. Und irgendwann, schau. Das ist ja Wahnsinn. Jetzt habe ich schon wieder eine Kuh gerettet. Wow. Und schau, jetzt irgendwann komme ich dann oben nämlich zu dem UFO von den Aliens. Zu dem UFO vor allem.
Und das ist ja natürlich schon. Und das holte ich dann ab. Dann kannst du mit dem wegfliegen. Woo! Ist ja voll schön, hey. Gut, ja. Vielen Dank. So viel dazu, vielen Dank. Und das war's vom Nexus One. Dann bin der Englisch. Ja. Ja, halt irgendwann.